Mensch, laut bisherigem Stand dürften es noch 2 Parts sein, bis wir letztendlich durch sind. Jetzt kommen nämlich 5 und 6. Oder vielleicht nur 5? Oder vielleicht 5, 6, 7? Man weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, hier immer noch zu diesem Pilzhaus zu gehen, aber das spare ich mir nur noch auf. Und ja, das ist tatsächlich jetzt das Ding, wo ich sagen kann, ich kann wieder zurück, ne? Vorher kam man hier nicht mehr raus. Das ist echt interessant. So, Unvernunft im Sumpf. Okay. Unvernunft im Sumpf. Oh, geil, dieses geile gezeichnete Level. Da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt für uns heißt. Erstes Mal gibt es hier ein Flughörnchen, Mario. Den haben wir ja schon. Was zur Hölle willst du mir hiermit sagen? Ach, hier... Ach du Scheiße, das Ding bewegt sich ja auch noch. Du willst, dass ich mich da quasi dran festhalte, kann es sein? Deswegen auch Flughörnchen, Mario. Ich könnte aber auch immer die ganze Zeit weiterspringen. Oh, das, glaube ich, behalte ich mal bei. Und hier soll ich mich dann wohl festhalten. Jo. Okay, auf geht's. Komm schon. Hep. Jetzt ist nur die Frage, geht's irgendwo rein? Bisher nicht. Und die Geister warten schon auf uns. Oh mein Gott. Okay, hier müssen wir uns wohl... Ah, okay, das war gar nicht mal so verkehrt gerade. Gut, gut, gut. Und hier kommen wir auch gleich wieder raus. Chillige Angelegenheit. So, kommt da einer raus? Nein, kommt er nicht. Das war unnötig. Oh, das war noch viel unnötiger. Doch nicht schlecht, oder? Gut, ich wollte mich jetzt da... Ja, weiß auch nicht, was ich mich da gerade verlassen wollte. Ah, dieser blöde Schumpf. Ja, wir gucken uns das einfach mal weiter an. Jetzt ist halt natürlich ein bisschen ungünstig, dass man hier... So, wir erstmal hier wieder Flughörnchen mal holen. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so das Thema. So, ich glaube, hier kann man auch eigentlich mal gleich dicke abkürzen und hier erstmal einen riesen Satz machen. Das spart uns sicher ein wenig Zeit. Oh, da sparen wir wirklich viel Zeit. Guck mal, das war ganz schön knapp. So, jetzt hier, bloß keinen Scheiß machen. Jetzt warten wir einfach, bis das Ding weg ist. Was mache ich denn da? Halte ich mich total krank da gerade fest, ey? Schon wieder. Ich mag das nicht, wenn er sich festhält. Das ist so... Das ist einfach so ungewohnt. Okay. Eine Starcoin haben wir. Oh mein Gott, was geht mit der Starcoin, bitte? Okay. Oh, die ist ja gar nicht so schwer. Wenn man sich da reinstellt, dann geht das eigentlich schon. Das habe ich jetzt ein bisschen schwerer erwartet. Beziehungsweise mir eingebildet, könnte man auch sagen. So, raus hier aus dem Geisterkreis. Was haben wir hier? Aha, ein One-Up. Toll. Oh, was haben wir denn hier? Warum bist du denn da? Soll ich da hoch? Hä, warum? Oder willst du mir sagen, dass da noch irgendwas ist? Nee. Ist doch kein geheimes Zeichen, aber diese Röhre ist verdächtig. Denn da unten sieht man was von der Röhre. Soll mir das den Hinweis geben, dass ich vielleicht doch hier nochmal nachgucken sollte? Warte mal. Ich hab's befürchtet. Deswegen habe ich gerade getestet, ob ich einfach, wenn ich mich fallen lasse, ob ich auch nochmal hier meine Flügel aufweiten kann. Ja. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das ist so gesehen sogar wirklich blöd, weil ich das ganze Level zum Ende machen muss. Und das ist jetzt wieder so ein Level, wo ich sage, oh, das ist auch nicht schwer bisher. Aber es ist auch so ein Level, das zieht sich so ewig. Aber Gott sei Dank können wir das Ganze hier etwas beschleunigen. Okay. Kann hier eigentlich auch recht fix durchgehen. Hier hätte ich auch eigentlich gleich durchfliegen können, aber das habe ich mich jetzt nicht getraut, weil ich ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal Scheiße bauen wollte. Dadurch brauche ich ja nicht, das ist mir jetzt relativ wurscht. Wurscht! So, aus der scheinbar schwierigen Starcoin wird eigentlich doch eine leichte.
So, raus aus dem Kreis hier. Auch wenn es knapp war. So, du bist mir jetzt egal. Aber warum bist du da? Aha, dann glaube ich, weiß ich wofür. Es ist nämlich dafür, dass ich mich da festhalten kann. Und dann hier ganz lässig rüberspringen kann, ne? So ist das nämlich gedacht. Weil nach oben hat er einfach gar keinen Sinn gemacht. Oh mein Gott, was wollt ihr von mir jetzt? Oh, ihr wollt, dass ich mich da festhalte? Tatsache, das wollen die wirklich. Nein. Das war vor allem schon wieder die letzte Starcoin, ne? Das mit dem Festhalten finde ich dementsprechend, also finde ich schwierig. Mach, du bist ein Vollidiot. Finde ich schwierig. Weil ich nicht weiß, wann er loslässt. So war es jetzt bei mir gerade. Ich wusste jetzt nicht, wann er loslässt und habe mich dementsprechend nicht, war nicht. Boah, fast wäre mir derselbe Fehler schon wieder passiert. War nicht dementsprechend nicht darauf vorbereitet. Und das hat mich letztendlich mein Leben gekostet. Aber gut, sei es drum. So, wir geben Gas. Macht Spaß. Weil das Level kann ich ja hier eigentlich schon ziemlich schnell durchskillen, wenn ich mal ehrlich bin. Da, so schnell und fix geht das eigentlich, wenn man sich nicht anstellt. Wenn man sich nicht anstellt. Das war unnötig. Das ist einfach so ein. Das ist einfach wieder so ein Wulftod. So. Es gibt keinen Grund, da zu sterben. Aber ich krieg's trotzdem hin, ne? Yep. Der legendäre Wulftod. Naja, was soll's. Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt die reifeste Leistung. Oh, das auch nicht. Das holt dich die scheiß Flughähnchen, Mario. So, und gleich weiter, komm. Ja, jetzt war mir das ein bisschen zu unsicher, weil ich nicht abschätzen konnte, wie die Piranha-Pflanze da jetzt rauskommt. So, jetzt komm, mach keinen Scheiß jetzt. Ist gleich richtig, so wie es gehört. Genau. Das ist das Thema hier nämlich auch schon wieder erledigt. So. Sag mal, eigentlich ist das Level in dem Sinne echt einfach, weil ich komme ja auch voll fix durch. Trotzdem schon wieder 8 Minuten. Geil. So, diese Festhalte-Scheiße, ne? Gefällt mir nicht. Okay, das war nicht die beste Idee. War wirklich nicht die beste Idee, weil ich jetzt nichts machen kann. Oh nein. Ich sag mal lieber nix. Muss mich da eigentlich gar nicht so anstellen. Genau das meine ich, weil wenn du dich einmal an der Seite festgehalten hast, dann fällst du runter und du kannst dann nicht sofort einen Walljump machen, weil du eben dieses scheiß Flughörnchen Mario bist. Ich krieg das Katzen, ey. Okay, einmal noch festhalten, komm schon. Ich wusste das. Okay, one last time. Ich schwöre ich euch jetzt. Ich mach das jetzt ganz anders.
So, jetzt passt mal auf. Genau, jetzt willst du mich auch noch umbringen. Mit der scheiß Festhalterei da. Oh nein. Ich schaff das jetzt. Und zwar... Ich mach's jetzt hardcore. Ich mach's jetzt hardcore. Ich mach's einfach ohne Flughühnchen. Kann ich Skills beweisen? Oder kann ich's nicht? Ich sage, ich schaff's ohne besser. Warum zum Scheiß-Fick-Teufel komme ich da eigentlich nicht gleich drauf? Warum? Warum? Ach du Scheiße, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ne? Nein, 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 nein. Kein Flughörnchen Mario mehr, denk dran. Komm schon, Mann. Nein, nicht springen. Ich wollte es riskieren, aber habe mich dann doch umentschieden. Fickt euch alle endlich. Warum zur Hölle probiere ich es 100.000 Mal, anstatt es einfach skillig ohne Item zu machen? What the fuck? Ja, so viel dazu. Oh, und wieder so ein Superstar-Dingens. Wie sieht es so itemtechnisch aus? Ja. Nee, noch nicht. So, brennende Klippen, das klingt nicht gut. Es klingt... Oh, oh, okay. Okay, das sieht schon mal auch hart... Oh, das war ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ja, also, nee. Also, ich wollte jetzt eigentlich schon sagen, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich fand auch Level 5 gerade einfach nicht schwer. Wow, okay. Nee, sorry, fand ich nicht schwer. Ich war einfach nur blöd. Ich hätte es mir von Anfang an extremst leicht machen können. Aber habe mich dagegen entschieden. Wow, ich glaube, das Ding muss ich da treffen irgendwie, ne? Scheiße. Weil ich habe nämlich das ganz dumpfe Gefühl, dass hier eine Ranke drin ist. Ach nee, nur irgendwo. Nur ein One-Up, dann ist es gar nicht mal so wild. Wie mache ich das, ohne mich treffen zu lassen? Habt ihr einen... Was geht denn da ab? Okay. Okay. Bisher gefällt mir das Level sehr gut. Und was heißt das jetzt hier? Na, zu Ende kann sie ja wohl noch nicht sein. Ich habe noch nicht mal die zweite Starcoin. Ach nein, sie legen einfach nur noch mal einen drauf. Alles klar. Fight Fire with Fire heißt sie wieder. Scheiße, das war absolut unnötig. Okay, jetzt wird's. Jetzt kommen die Leichtsinnsfehler. Jetzt habe ich hier ein bisschen Angst. Nein, was? Er hat mich berührt mit dem... Irgend so einem Pixel, ey. Scheiße. Ja gut, da kann ich aber leben. Ich glaube, hier wäre auch mit Flughörnchen Mario wäre sehr einfach, glaube ich. Aber das gönne ich mir nicht. Das gönne ich mir jetzt nicht, Freunde. Hohoho. Das war eng. Scheiße. Das war ein Ticken zu eng. Nee, nee, also man könnte das hier, wie gesagt, sehr einfach mit Flughörnchen Mario machen. Das möchte ich aber nicht. Also ein bisschen Herausforderung hätte ich im Boulevard ja dann doch ganz gerne. Trifft er mich hier? Nee, da. Trotzdem ist die Zeit sehr knapp. Nee, das... war mir jetzt zu heftig. Hier wäre es ohne den Drehsprung am Ende auch nochmal ziemlich knackig. Okay, also ich sag mal, das ist jetzt Hälfte. Das ist machbar alles. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich wieder viele Leben verlieren. Wobei ich sagen muss, also das war jetzt eigentlich auch nicht so schwer. Also da habe ich schon... Oh, wie derbe unnötig. Okay, okay, okay.
Okay, da unten ist die Starcoin. Ich sehe schon, da ist ein kleiner Spalt. War das knapp. Okay, oh Gott, aber da kommt man... What the... Okay, man muss einfach nur schnell sein. Und das habe ich, glaube ich, recht gut... Wie, das war die dritte? Nee, oder? Das war die dritte? Ich habe eine verpasst. Das hatten wir auch noch nicht, dass ich eine übersehen habe, quasi. Boah, das geht nah ab. Scheiße, knapp ist das hier. Scheiße, es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich eine übersehen habe. Das heißt, wir müssen das Level auf jeden Fall nochmal machen. Weil hier wird ja nichts mehr sein. Fuck. Aber auch wirklich nicht schwer, muss ich sagen. Oh Gott, warte mal. Da warte ich jetzt lieber einmal noch. Ah, das ist mir auch vollkommen egal, ob ich mir jetzt hier nochmal ein One-Up hole. Hauptsache, ich habe das Level geschafft. Aber wo zur Hölle ist denn da noch eine Starcoin jetzt gewesen? Das ist ungünstig. Ja, da müssen wir eben nochmal rein. Das hilft jetzt alles nix. Irgendwo, wahrscheinlich gab es irgendwo unten, die man mit irgend so einem bekloppten Wandsprung holt. Nein. Unnötig. Das Problem ist, ab hier könnte es überall sein. Oh, das habe ich sogar erwischt jetzt. So, und jetzt hat, glaube ich, kommt der Haken. Jetzt, glaube ich, kommt der Haken. Hier irgendwo, da unten, dass du dich mit dem Ding erst ein bisschen nach unten fahren lassen musst. Boah, das wäre... Also, wenn sie das gemacht haben, ne? Nee, haben sie nicht. Wäre auch viel zu asozial gewesen. Ach, du Idiot, Mario. Ach, da, ich sehe schon, okay. Gut, gar nicht so schlimm eigentlich. Okay, das hätte man auch gleich sehen können. Ist mir nur leider bei der letzten... okay. Und ich bin klein. Klasse. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ach du Kacke, ich muss den ganzen Weg ja nochmal zurück machen. Und Vollgas, und Vollgas. Nice, okay. Na dann haben wir ja dann, wenn wir das Level jetzt wohl ohne größere Probleme schaffen, hoffe ich mal. Weil der Rest, ich sag mal. Okay, ich sollte mir jetzt vielleicht nicht zu sicher sein. Weil der Rest war jetzt echt nicht schwer. Aber halt jetzt mal die Fresse, Wolf. Nein. Nein, nein, nein. Oh Gott, bitte nicht. Auf gar keinen Fall jetzt versagen, ey. Was war denn hier nochmal? Ich warte kurz, bis der weg ist. Oh Gott, und der Wichser kam da ja nochmal. Oh. Komm schon, das schaffen wir jetzt wohl. Oh. Okay. Puh, alles klar. Nicht, dass ich hier noch verkacke, weil ich jetzt übermütig werde. Gut, wir haben das auch geschafft. Das waren Level 5 und 6 mit 5 sehr extrem viele Fails. 6 lief jetzt wieder gut. Und nächstes Mal verlasse ich mich einfach auf meinen Skill. Anstatt, dass ich mich auf irgendwelche behinderten Items konzentriere. Ne? Wir... Lucky du. Oh oh. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zum wahrscheinlich letzten finalen Part von New Super Mario Bros. U.